Der Postillon-Wochenrückblick. Montag. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung empfiehlt, alle rund 1400 Krankenhäuser in Deutschland zu schließen und stattdessen eine Superklinik in der Mitte der Bundesrepublik zu errichten. Das exzellent ausgestattete 400.000-Betten-Krankenhaus solle nahe dem thüringischen Eisenach errichtet werden. Die Zusammenlegung würde den Experten zufolge den Personalmangel im Gesundheitswesen sofort beheben und zusätzlich für finanzielle Entlastung der Kommunen sorgen. Dienstag. Bis zuletzt war fraglich, ob das Europäische Parlament Ursula von der Leyen zur neuen Kommissionspräsidentin wählen würde. Die langjährige deutsche Ministerin versucht mit einer charmanten Geste, die Volksvertreter für sich zu gewinnen. Kurz vor ihrer mit Spannung erwarteten Rede verteilt sie eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Beraters an jeden der 751 Abgeordneten. Wie von der Leyen auf die Idee mit dem Beratergeschenk kam, ist unklar. Experten vermuten, dass ihre Berater ihr dazu rieten. Mittwoch. Nach der erfolgreichen Wahl Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin tritt Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Nachfolge als Verteidigungsministerin an. Nur Minuten nach Übernahme des Amtes verkündet sie ihre erste Dienstanweisung. Die Zielscheiben für Schießübungen der Bundeswehr werden mit blauen Haaren ausgestattet. Damit wird die Truppe auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet. Denn laut Kramp-Karrenbauer sei der Feind Deutschlands nicht mehr nur der böse Russe, sondern auch der nette Pastorensohn von nebenan mit den lustigen Haaren, der einem plötzlich in den Rücken fällt. Donnerstag. Der Nicht-Außenminister und ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz äußert sich empört über Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Verteidigungsministerin. Es sei absolut, dass die Parteivorsitzende einer großen Volkspartei ein Ministeramt antritt, nachdem sie vorher stets verneint habe, in die Regierung zu gehen. Dass dieses Vorgehen auf keine nennenswerte öffentliche Reaktion stößt, sei Schulz zufolge wörtlich sagte er, er finde es zum und es sei ein Freitag. Ein Junge aus Bangladesch wird von seinen Altersgenossen gemobbt, weil er im Gegensatz zu ihnen keine Markenklamotten näht. Stattdessen fertigt der 11-Jährige Kleidung für verschiedene europäische No-Name-Label und Billigdiscounter an. Allerdings kann er froh sein, dass weder er noch die Kinder, die ihn hänseln, zur Schule gehen. Dadurch beschränke sich das Mobbing lediglich auf die kurze Phase zwischen den 12-Stunden-Schichten und dem Moment, in dem alle erschöpft und hungrig ins Bett fallen. Außerdem, nach nur 20 Monaten Bauzeit ist ein chinesisches Prestigeobjekt fertiggestellt worden. Der neue Pekinger Hauptstadtflughafen ist eine exakte Kopie des künftigen Berliner Flughafens BER und wurde nach dessen Bauplänen errichtet. Ganz ohne Pannen verlief der Bau jedoch nicht. Aufgrund von Problemen mit der Brandschutzanlage verzögerte sich die Fertigstellung um ganze 2 Wochen. Das war der Postillon-Wochenrückblick. Bis nächste Woche.